freue mich hier, Michi zu haben. Hey, im schönen Hallo Studio da, noch im Ladies Lounge Look. Ja, das ist mega schön, ey. Das ist ganz cozy. Gell? Wir sprechen über die Message von heute. Ja. Über Antisemitismus, Israel versus Hamas. Mhm. Wir haben in der Celebration für Israel gebetet. Meine Frage ist, wie soll ich dann beten, Michi? Weil, also, soll ich jetzt beten, dass der Krieg aufhört? Soll ich beten, dass Israel gewinnt? Soll ich beten, dass Israel Buße tut, weil es vielleicht eine Strafe ist? Ich weiß, wie soll ich dann beten? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich möchte beginnen, damit den Zusammenhang mit meiner Message kurz darzustellen, weil ich bewusst nicht politisch predigen möchte. Die war schon Politik etwas politisch. Es war gegen jegliche Art Antisemitismus. Mm. Ich glaube, wir müssen das, was geschieht im Nahen Osten, unter den Antisemitismus einordnen, weil die Agenda, die Charta der ganzen Geschichte ist, die Juden auszulöschen. Was wir politisch daraus machen, das braucht mega viel Weisheit. Das kann man so oder so sehen. Dazu möchte ich mich auch bewusst nicht äußern. Deshalb, wenn ich für Israel bete, dann bete ich um Weisheit für die Regierung. Hm. Aber ich bete vor allem darum, dass der Wille Gottes zur Vollendung kommt. Und das ist ein offenes Gebet, weil ich den ja nicht kenne. Und ich glaube, dieses Thema demütigt mich vor Gott, nicht meine Worte zu formulieren, was ich glaube, muss er tun. Sondern es ist genauso ein Gebetsanliegen, das mich so demütigt, zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Ich weiß nicht einmal, wie beten. Wow. Aber ich bete zum Beispiel für meine Freunde, die ich kenne in Israel. Ich bete, dass sie sich sicher fühlen, für Ruhe, dass sie Gott erkennen. Ich meine, die größte Not auch meiner israelischen Freunde ist, dass sie eigentlich Jesus nicht kennen und in einem Krieg drin stecken mit ihren Kindern und nicht wissen, ob eine Rakete sie trifft oder nicht. Das ist ja ihre Not, oder? Aber ich bete auch für die Not in Palästina, also sag jetzt mal Gaza, Palästina gibt es ja nicht, in Gaza, für diese Familien, die dort auch geopfert werden, auch von der Hamas gerade, von beiden Seiten unter Beschuss sind. Also es gibt so viele Themen, wo man spezifisch für Menschen beten kann. Und ich glaube in dieser Geschichte drin, einerseits demütigt es mich vor Gott, weil ich keine Ahnung habe. Und zum Zweiten, wenn wir die Würde des Menschen im Zentrum halten, dann beten wir für Menschen. Spezifische Schicksale der Menschen, die betroffen sind von diesem Thema. Und ich glaube auch für mich, dass ich aufwache, dass wir Christen aufwachen, dass wir verstehen, worum es geht und auch unsere Haltung einnehmen können. Du hast so viel, dass wir beten können. Ja, das ist, ich habe bewusst auch nicht für ein Thema gebetet in der Celebration. Ja. Also das heißt, das gehen wir vielleicht gar nicht in die eine Frage, die ja auch hochkam, ist dann, was ist dann die Existenzberechtigung der Palästinenser? Du sagst, es gibt keinen Palästinenerstaat, aber vielleicht ist das dann wieder eine politische Frage, die wir da mal. Ich kann meine Meinung darstellen, aber ja, also ich meine, Palästina, das ist ein Begriff, den haben die Römer eingeführt, den gab es gar nicht. Mhm. Die Juden waren dort, Jerusalem war entwickelt, es war ein jüdischer Staat, Israel der damaligen Zeit. Mhm. Und die Juden wurden vertrieben, die Römer haben Jerusalem runtergebrannt und haben die Region bewusst Palästina genannt. Mhm. Also erst seit der römischen Zeit, und noch vor 200 Jahren waren viel mehr Juden und Christen da in Gaza, wo es jetzt, da gab es keine Palästinenser. Ja. Aber es gab ganz tragische Geschichten so im Rahmen der Staatsgründung von Israel, wo Leute das Haus verlassen mussten. Israel selber hat ja dreimal schon angeboten, dass man zwei Staaten macht, dass Palästina ein eigener Staat ist. Deshalb ja, sie haben eine Berechtigung. Wollen das nicht. Aber sie wollen nur dann einen Staat, wenn es Israel nicht mehr gibt. Deshalb, da müssten wir jetzt ausholen politisch. Also darüber werden wir nächste Woche wird Leo eine Message halten über spezifisch dem Thema. Du hast gesagt, wachrütteln, Fahne heben. Ja. Wie können wir in unserem Leben dann eben diese Fahne von Gott erheben? Müssen wir da jetzt auch auf die Straße gehen? Oder wie sollen wir in jeder politischen Diskussion reinsteigen? Wie gehen wir jetzt mit dem um, ganz praktisch Fahne zu erheben? Also ich glaube, ein Thema ist die Menschenwürde. Das gefällt mir mega, dieses Wort, halt einfach zu sagen, hey, es werden gerade Menschen abgeschlachtet, wie wenn es Tiere werden.
wären. Und ich finde, da darf man nicht schweigen, auch nicht direkt von dieser schlimmen Geschichte in eine politische Diskussion gehen. Ich finde es so hartherzig, wie wir zum Teil hier aus dem bequemen Sofa heraus über Dinge sprechen, wo Menschen getötet werden. Also ich denke, meine Stimme erheben heißt für menschliche Not. Und das ist ja immer auf beiden Seiten, meine Stimme zu erheben. Ich kann nicht einfach mit der Israel-Flagge rumgehen, das kann ich nicht. Obwohl ich natürlich innerlich mehr auf der Seite stehe, das gebe ich zu. Ja. Aber ich kann auch nicht mit palästinensischer Flagge rumlaufen, nur weil die schwächer sind, oder? Ich glaube, unsere Fahne ist die von Jesus und ich bin motiviert, Kirche zu bauen wie noch nie, weil ich einfach merke, hey, also wenn es einen Ort gibt, wo Hoffnung da ist, wenn es einen Waymaker gibt, dann ist das Jesus. Deshalb bin ich hier, ich baue Kirche, ich erzähle von Jesus, ich rede mit meinen Kindern über den Konflikt und sage, hey, die Hoffnung wird Jesus sein. Also eines Tages kommt er wieder und erst dann wird in alle Spielsachen wieder in die Kiste gehen. Also diese Welt ist dann zu Ende, wenn Gott es sagt. Und ja, ich glaube einfach, dieses Fahne erheben für den Heilsplan Gottes mit Jesus in dieser Welt. Und das sind Juden, Christen, Muslime, wir alle sind gemeint. Jetzt diesen Weckruf, gleich gehen wir wieder auf das Thema Endzeit, wo du am Anfang kurz angesprochen hast. Leo hat darüber eine ganze Predigt gemacht, letzten Sonntag. Ja. Kannst du auch online nachschauen. Wach sein. Die Leute vor 2000 Jahren waren ja wach und dachten, der Jesus kommt ja bald. Jetzt ist er 2000 Jahre nicht gekommen. Jetzt sollen wir wieder wach sein. Wie können wir wach sein? Vielleicht geht es ja dann noch 100 Jahre, ich weiß auch nicht. Oder vielleicht, die einen sagen, ja, vielleicht 10, aber es kann ja. Wie kann man über mehrere Jahre, das ist meine Frage, wach sein? Weil das ist so eine ich kann kurz wach sein, oder? Ja, jetzt bin ich wieder wach. Ja, ja. Aber ich möchte ja wach bleiben. Ja. Gute Frage und ich denke, das ist die Frage, die seit 2000 Jahren die Christen beschäftigt und uns auch beschäftigen soll für die 20, 100 Jahre, die wir zur Verfügung haben. Wie bleibe ich wach, oder wie kann ich den Glauben wach halten? Es ist, dass ich die Bibel lese, dass ich bete, mit Freunden unterwegs bin, darüber spreche. Der Weckruf, den ich heute meine, ist, dass wir durch die Augen von Gott die Welt anschauen, ihn zu uns sprechen lassen und aufgrund dessen auch handeln, oder? Und aktiv werden. Und für mich ist eben Kirche bauen ist ein Ausdruck von Wachbleiben. Wenn es bei mir gerade nicht so läuft im Glauben, dann weiß ich, beim Dan läuft's, oder? Und der erlebt Jesus. Und ich sehe Menschen, die zum Glauben kommen und das hält mich wach im Glauben, zu merken, wie Gott wirkt an der Ladies Lounge oder in meiner Microchurch, in der Small Group drin. Diese Realität Gottes zu feiern, das hält mich wach. Ja. Und das lässt mich durch die politischen Strömungen durchschauen, auf diesen Jesus schauen, was er gerade tut. Und das ist mein Anliegen, dass diese Message hilft, durch das hindurch geistlich zu schauen, viel mehr noch als politisch. Ich danke dir vielmals, Michi, dass du uns da die Perspektive öffnest. Ich danke für deine Haltung, für deinen Weckruf, den ich glaube, wir brauchen. Ja. Immer wieder eben. Ja. Wir brauchen einander. Darum liebe ich auch Kirche. Ja. Liebe Freunde zu Hause, online, auf YouTube. Hey, ich lade dich ein, jetzt einfach das zu bewegen, was Gott tut in deinem Herzen. Ihn zu suchen, jetzt. Er ist nicht weit weg von dir. Er lässt sich finden. Und wir sehen uns wieder hier nächste Woche. Dienstag haben wir Hour of Prayer. Nächsten Sonntag wieder Church. Find eine Community. Plug dich rein. Ermutigt einander. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, ganz praktisch, abonniere den YouTube-Kanal. So wirst du auch nie verpassen, wenn wir wieder live sind mit irgendetwas. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Und für alle, die erst kürzlich eingeschaltet haben, wir gehen bald wieder live mit der zweiten Celebration. Bleib einfach dran. Bis bald. Ciao.